Komm, ich muss irgendwie hier raus. Das war vielleicht gar nicht mal so schlau, hier reinzugehen. Aber so allmählich das Gefühl. Sekor, meine Freunde, und damit was laber ich wieder? Willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Survival. Sorry, ich habe gerade mich eben verschluckt bei dieser behinderten Ansage, weil Baum. Ey, hier ist ja wirklich noch was drin. Ey, Alter, ich habe die OP-Waffe. Nice. Jetzt wird gerackt, Leute. Jetzt wird Gas gegeben. Oh, jetzt habe ich wirklich eine starke Waffe. Da ist jemand mit einer Eisenbrust. Ich will es nicht mit ihm aufnehmen, solange ich keine Rüstung habe, ehrlich gesagt. Da unten ist auf jeden Fall jemand. Lol. Alter, was hat der für eine DPI-Einstellung? Frage ich mich. Der hat ja richtig hart zurückgegeben. Okay, hier. Ich glaube, es geht auf dieser Seite hoch. Nicht da, wo er war. Alter, der Turn von ihm war richtig heftig. Sowas habe ich selten gesehen. Aber, Chichi. Oh Mann, warum habe ich das gemacht? Okay, egal. Gekriegt ist gekriegt und das ist letzten Endes immer gut, ja. Okay, neues Equip, das ist ganz gut. So den ganzen Stiesel wegwerfen, den ich gerade nicht brauche. Den Kompass setze ich hier hin, die Pfeile hier hin. Den Gold Apple hier, so zack. Okay, sortiert wir auch schon mal. Sehr, sehr schön. Gut. Finden Sie noch irgendwelche Gegner oder soll ich erstmal selber auf Stuff-Suche gehen? Ich glaube, letzteres wäre erstmal wirklich ganz gut. Ja. Nehme ich jetzt einfach mal an, weil das ist halt immer so eine Sache, wenn man selber keinen Stuff sucht. Und da wird man direkt belohnt. Da wird man direkt mit einem Eisenharnisch belohnt. Alter, das Spiel mag mich, glaube ich. Nee, ich glaube, der Server mag mich in letzter Zeit. Und einfach noch ein Eisenschwert, was ich überhaupt nicht brauchen kann. Ja. So, Sticks. Und Essen. Und den Rest kann ich nicht brauchen. Ich mache es jetzt folgendermaßen. Zack, zack und zack und zack und ja. So. Damit das ganze Zeug weg ist. Ist am einfachsten. Dauert vielleicht eine Weile, aber egal. Das ist ja auch halb so wild. Ja, nee, da ist. Ich glaube, ich werde paranoid. Alter, wie viel Stuff ich hier einfach kriege, das ist doch nicht mehr menschlich. Guck mal, immer wieder dasselbe, immer wieder Helme und dann wieder Schuhe. Das gibt's doch nicht. Ich brauche jetzt noch eine Eisenhose, dann wäre ich ganz gut dabei, glaube ich. Ach, und der Bogen fehlt mir ja sogar noch und der FNS, falls möglich. Aber der Bogen hat jetzt erstmal Priorität, würde ich mal meinen. Aber kurz, das kann ich sogar direkt hier nach unten packen. Dann tausche ich diese beiden. Und die Hose nehme ich natürlich auch, die ist ein bisschen besser. Hier ist aber auch gerade kein Gegner, was mich abfuckt. Aber kurz, ich habe ja einen Kompass. Dann gehe ich direkt zum nächsten Gegner und versuche den zu racken. Das wäre ja gar nicht mal schlecht. Vielleicht kriege ich es ja hin. Da unten, ich sehe den Namen. Der hat ja kaum Stuff. Okay, das war fast ein bisschen zu einfach. Aber der hat einen Bow. Der hat einen Bow. Hat sich gelohnt auf jeden Fall. Die Frage ist, ob ich hier wieder rauskomme. Ich hoffe es jetzt mal. Mal kurz, ich nehme jetzt erstmal zack. So, der Bogen muss equipped sein. Hier vor allem im Wasser. Ja, da komme ich auf jeden Fall, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, hier kommt man hoch. Bin mir jetzt nicht 100% sicher. Also, wenn es jetzt nicht. Ist gerade geleckt oder wie schaut. Ja, normalerweise müsste man hochkommen. Gut. Schaut nicht ganz gut aus. Schaut echt nicht gut aus gerade. Ich glaube, der Sprung ist möglich. Wird aber schwer. Vielleicht gibt es einen einfacheren Weg. Hoffe ich jetzt mal. Weil ewig hier unten bleiben ist auch irgendwie so eine Sache der verschwendeten Zeit. Wäre ja nicht so, als ob ich das noch nie getan hätte. Ah, da kommt auch schon einer. Ich sehe den Namen, glaube ich, schon. Das wird gefährlich, wenn der einen Bow hat und gut aimen kann. Na gut, solange ich im Wasser bin, muss er ja noch nicht mal gut aimen können. Alter, komm. Ich muss irgendwie hier raus. Das war vielleicht gar nicht mal so schlau, hier reinzugehen. Habe ich so allmählich das Gefühl. Ah, nee, da geht es auf jeden Fall nicht hoch. Was macht der eigentlich, der andere Dude, der da oben ist? Der freut sich wahrscheinlich, mich hier beim Schwimmen zuzugucken. Mama, guck mal, wie gut ich schwimmen kann. Guck mal, bitte. Bitte macht ein Foto von mir.
Macht jetzt einen Screen da oben. Alter, am Ende macht er wirklich einen Screen da oben oder so. Ey, hier geht's doch. Kommt man hier hoch? Müsste gehen, dieser Sprung. Ah! Aber schwer ist er. Schwer ist er allemal. Aber möglich, hoffe ich jetzt mal. Ich will meine Zeit nicht mit einem unmöglichen Sprung verschwenden. Mal kurz, ich mach das hier weg. Ich hoffe, dass. Oder dadurch ist mir nachher immer noch gestattet, hochzukommen. So. Ah, guck mal. Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden, mehr oder weniger. Wie weit der funktioniert, habe ich jetzt aber leider auch herausgefunden. GG. Fuck. Wie komme ich hier am gescheitesten hoch? War kurz, das ist ein Block, okay. Alter. Ey, ich komme da echt nicht hoch. Alter, ich krieg das nicht hin. Oh, geschafft. Alter, lol. Was war denn das gerade eben? Okay. Dumme Idee, das abzubauen, würde ich mal meinen. Ich baue hier grundsätzlich nicht so gerne ab, einfach weil ich ultra Angst habe, dass ich das falsch abbaue. Und genau das habe ich nämlich jetzt gemacht. Nice. Ja, toll. Ich bin einfach genau gleich weit, wie wenn ich da hochgeschwommen wäre. Und dafür habe ich so viel Zeit verschwendet. Ja gut, das Deathmatch startet in 20 Sekunden. Lohnt's. Schade, ich hätte gerne noch eine Eisenhose irgendwo gefunden. Ja, dann warte ich hier mal. 4 Spieler leben noch. Das ist auch nicht ganz so nice, weil alle besser equipped sind, als ich es bin. Und alle gehen einfach auf mich. Alle sind besser equipped als ich und gehen alle auf mich. Nee, das war kein Team. Alter, wie unfair war das? Die haben mich gerade alle gesandwiched. Was war denn das? Mann. Warum sind direkt alle auf mich gegangen? Ja, ein Team. Ich habe jetzt echt gerade kein Team gesehen. Ja, irgendwie haben sich gerade alle gegenseitig angegriffen. Naja, wie dem auch sei. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ja, ist 8 Minuten, das sollte reichen. Auf jeden Fall, wie gesagt, wenn euch der Part gefallen hat, Daumen nach oben. Würde mich mega freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.